Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht's um die Frühjahrslorchel. Die Frühjahrslorchel ist ein Folgezersetzer und ein typischer Frühlingspilz. Man findet die Art dabei vor allem von März bis Mai. In wärmeren Regionen können die Frühjahrslorcheln aber auch schon etwas früher erscheinen. In kälteren Regionen oder und höheren Lagen sind dafür aber auch noch Funde bis in den Juni hinein möglich. An das Habitat stellt die Frühjahrslorchel ansonsten keine großen Ansprüche. Man kann sie in den verschiedensten Waldarten oder sogar auf Rindenmulch finden. Besonders häufig ist die Frühjahrslorchel dabei im Nadelwald bei Kiefern mit sandigem Boden zu finden. Ebenfalls häufig ist die Frühjahrslorchel in Gärten oder Parks und dort gerne auf Wiesen mit Erlen. Häufig erscheinen bei Wiesenfunden in der Nähe auch immer die Schuppenwurz, die Pestwurz und das Schaboxkraut. Auch auf alten Holzlagerstätten oder anderen Holzabfällen ist die Art vergleichsweise häufig zu finden. Obwohl die Frühjahrslorchel in vielen Regionen ein regelrechter Massenpilz ist und dementsprechend zahlreich und häufig gefunden werden kann, ist die Frühjahrslorchel bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern eine echte Rarität. Wir haben die Art tatsächlich über Jahre hinweg vergeblich gezielt gesucht, bis uns dann im Pilzjahr 2022 endlich der Erstfund der Art gelungen ist. Ja, was genau ist denn jetzt eigentlich die Frühjahrslorchel? Ist es jetzt ein Speisepilz oder ist es ein Giftpilz? Die Frühjahrslorchel wird im deutschsprachigen Raum generell nicht mehr als Speisepilz, sondern als tödlich giftig beschrieben. In vielen anderen Ländern wird die Frühjahrslorchel aber weiterhin für Speisezwecke gesammelt und ist dort ein geschätzter Speisepilz. Auch bei uns in Deutschland wurde die Art lange als Speisepilz beschrieben und geschätzt. Ursache für diese unterschiedliche Beurteilung der Art ist der hitzeinstabile Giftstoff Gyrometrin. Wird die Frühjahrslorchel ausreichend lange, ausreichend stark erhitzt oder komplett getrocknet, kann die Art zumindest theoretisch verzehrbar gemacht werden. Der Teufel steckt dabei aber im Detail. Bei falscher Zubereitung, zum Beispiel durch eine unzureichende Garzeit oder wenn die Frühjahrslorchel nicht ausreichend getrocknet oder erhitzt wurden, drohen schwere bis tödliche Vergiftungen. Selbst die beim Kochen entstehenden Dämpfe können bereits zu Vergiftungen führen. Auch korrekt zubereitet können Rückstände des Giftstoffs in den Fruchtkörpern verbleiben und vor allem bei häufigem Konsum dann langfristig zu Organschäden führen. Menschen scheinen außerdem sehr unterschiedlich auf Gyrometrin zu reagieren. So gibt es mehrere Berichte über den Verzehr von Gerichten mit gyrometrinhaltigen Arten, bei denen ein Teil der beteiligten Familienmitglieder gar keine Vergiftungssymptome bemerkte, während ein oder sogar mehrere weitere Familienmitglieder schwere Vergiftungssymptome, teils sogar mit Todesfolge entwickelten, obwohl alle das gleiche Gericht verzehrt hatten. Kurz zusammengefasst, man kann vom Verzehr der Frühjahrslorchel somit eigentlich nur abraten. Der Verzehr der Frühjahrslorchel ist insgesamt als unnötiges Risiko zu betrachten. Mit den verschiedenen Morcheln und Werpeln stehen zur gleichen Zeit im Pilz ja außerdem viele unzweifelhafte Arten als Speisepilz zur Verfügung, weshalb man ebenfalls gerne auf den Verzehr der Frühjahrslorchel verzichten kann. Die Frühjahrslorchel erreicht einen Hutdurchmesser von maximal 15 cm. In der Regel überschreiten die Fruchtkörper der Frühjahrslorchel einen Hutdurchmesser von 10 cm, aber eher selten. Das Kopfteil der Frühjahrslorchel ist dabei immer typisch hirnartig gewunden. Farblich kann das Kopfteil der Frühjahrslorchel schwarz-bräunlich, dunkelbräunlich, rotbräunlich oder selten auch etwas heller, zum Beispiel orange-rotbräunlich, ausfallen. In der Regel sind dabei jüngere Fruchtkörper etwas dunkler gefärbt als ältere, ausgewachsene Fruchtkörper. Der Stiel der Frühjahrslorchel ist weißlich gefärbt und teilweise kammerartig hohl. Außen kann der Stiel feinkörnig ausfallen. Das Sporenpulver ist cremeweißlich gefärbt. Das Fleisch der Frühjahrslorchel ist weißlich gefärbt und besitzt eine für Lorchel, Morchel und Werpeln typische, wachsartige, brüchige Konsistenz. Die Frühjahrslorchel besitzt einen extrem aromatisch-pilzig-würzigen Geruch. Auch die Geschmacksprobe soll laut Literatur sehr aromatisch ausfallen. Aufgrund der starken Giftigkeit im rohen Zustand sollten auf keinen Fall Geschmacksproben durchgeführt werden.
Verwechselt werden kann die Frühjahrslorchel vor allem mit anderen Lorchelarten, wie zum Beispiel der Riesenlorchel oder auch der Bischofsmütze, wobei die Bischofsmütze ja eher im Spätherbst vorkommt. Ja, vor allem von unerfahrenen Sammlern könnte die Frühjahrslorchel auch für eine Speisemorchel gehalten werden. Da ist aber immer zu beachten, dass die verschiedenen Speisemorcheln diese typische wabenartige Struktur beim Kopfteil besitzen. Und die Frühjahrslorchel, wie beschrieben, eben diese hirnartige wundene Struktur. Nichtsdestotrotz, anbei jetzt ein direkter Vergleich von verschiedenen Speisemorcheln mit der Frühjahrslorchel. Ebenfalls mit der Frühjahrslorchel verwechselt werden könnten Werpeln. Vor allem die böhmische Werpel ist jung auch sehr, sehr ähnlich und könnte somit mit jungen Frühjahrslorcheln verwechselt werden. Ausgewachsene Exemplare unterscheiden sich dagegen relativ deutlich. Bei der böhmischen Werpel ist es nämlich so, dass das Kopfteil von der böhmischen Werpel nur an der Stielspitze mit dem Stiel verwachsen ist. Bei der Frühjahrslorchel ist es so, dass das Kopfteil an mehreren Stellen mit dem Stiel verbunden ist. Ebenfalls sind die böhmischen Werpel in der Regel deutlich zierlicher als die Frühjahrslorcheln. Und bei den böhmischen Werpel ist es so, dass der Stiel ja wirklich fast 90, teilweise 95% des Fruchtkörpers ausmacht und das Käppchen von der böhmischen Werpel ja eigentlich nur wie so ein kleiner Hut oben drauf sitzt. Und bei der Frühjahrslorchel ist es wirklich so, dass das Kopfteil deutlich wuchtiger und größer im Vergleich zum Stiel ausfällt als bei der böhmischen Werpel. Ja, so viel zum Thema Frühjahrslorchel. Wirklich eigentlich eine wunderschöne Art. Aber wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, auf gar keinen Fall was für den Teller. Zum Abschluss gibt es jetzt wie gewohnt nochmal Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend
Und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!